Was geht ab, Pyros? Heute gibt's für euch das Norma Feuerwerksprospekt 2019 aus Österreich. Und kurz nochmal vorweg, wenn ihr zu den 60% Nutzer ohne Abo gehört, dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, das würde mich sehr unterstützen. Und ihr seid natürlich wie immer am laufenden Stand von den Prospekten her. Und ja, starten wir in das Prospekt rein. Ich habe mir das Prospekt im Vorhinein schon mal durchgeschaut und informiert, was die Umlabelungen sind und wie es mit dem Preis ausschaut. Eigentlich alles überteuert, Österreich halt. Und wir gehen einfach das Prospekt ganz entspannt durch und ich gebe natürlich meine Kaufberatung. Dann, es geht schon ab dem 2.12. los in Österreich und ja, wir starten rein mit den Pyro Superstars. Überteuert halt für 12,99. Kleine Sortierung, aber lohnt sich wirklich nicht. Dann das Harlequin für 8,99. Ja, geht endlich in Ordnung. Die Sortierung, ja, mangelhaft so. Aber wenn man es kaufen möchte. Dann hier einmal das Megastars. 20 Raketen für 24,99. Auch überteuert. Dann hier das Fire Destination für 19,99. Da sind 5 Zerlegerraketen und 5 Schüttraketen drin und eine kleine Sortierung. Für 19,99 lohnt sich das überhaupt nicht. Dann haben wir hier Cabaret. Es sind 10 Raketen für 9,99. Da muss man aber schauen, welche einen Schütteffekt haben und welche nicht. Aber das lohnt sich auf jeden Fall nicht, weil so ein Set kostet normalerweise 5-6 Euro. Dann hier die Goldrauschraketen für 16,99. Müssten eigentlich jedem bekannt sein, also die Goldraketen. Und ja, auch überteuert, wenn man sie halt beim Lidl oder beim Kaufland nicht bekommt, dann beim Norm in Österreich. Dann hier angepriesen als neu Rocketeer, so ein kleines Leuchtsortiment, eigentlich schöne Sortierung. Aber für 11,99 boah, der Preis ist halt, wenn man das zahlen möchte, dann gerne. Dann gibt es hier die No Limits. Zu dem Verbund werde ich jetzt nichts sagen, da kenne ich mich leider nicht aus. Dann hier, wie schon gesagt, die No Limits. Ist die Unforgettable vom Lidl. Die kostet hier 39,99. Also, nee, sorry, der Preis geht überhaupt nicht. Dann hier Asgard, so ein Verbund für 59,99. Ja, eher auch nichts, würde ich sagen. Aber ja, weiter geht's mit Dekor, also die Shock Attack vom Lidl für 29,99. Auch überteuert, muss man bedenken, was die beim Lidl kostet. Ich glaube 17 Euro oder sowas. Und hier 29,99, 30 Euro, also der Preis. Dann hier die Dragster, die geht eigentlich vollkommen klar für österreichische Verhältnisse. Die kostet beim Pfennigpfeifer vor 2-3 Jahren, hat die 14,99 gekostet und geht eigentlich vollkommen klar. Dann hier Herkules, muss man auch wieder schauen. Ah, das sind alle Zerlegerraketen und hier eine kleine Sortierung. Das kann man sich auch mitnehmen, wenn man nicht nach Deutschland fährt. Dann hier wieder so ein Verbund. Dann hier die Starfall, das ist die Daredevil vom Lidl, beziehungsweise die kostet beim Lidl halt um die 17-18 Euro, falls ich mich nicht irre, und hier 34,99, also puh, der Preis. Aber wenn man die nicht bekommt, dann auf jeden Fall hier. Dann hier die White Shark, habe ich mir auch angeschaut, ja, geht endlich in Ordnung, kostet in Deutschland so 20 Euro. Schaut wirklich nicht schlecht aus. Dann hier die Fright Night. Die kostet beim Kaufland 7 bis 8 Euro und hier 12 Euro. Das geht eigentlich auch klar und ist wirklich nicht so schlecht. Dann hier die Orient Express. Die ist schon lange dabei. 3-4 Jahre ungefähr. Und der Preis ist halt zu teuer. Nicht mitnehmen auf jeden Fall. Dann hier die Jadefeuer. So eine Kometenbatterie, auch überteuert. 100 Schuss. Wird halt nur als 100 Schuss angepriesen. Dann hier Quasia, die hatte ich selber. Ein Video dazu ist natürlich online und könnt ihr natürlich abchecken. Die sind wirklich nicht so schlecht und 100 Stück zur Abwechslung halt.
Dann hier die Zyklop, 36 Schuss, schaut wirklich nicht schlecht aus und kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Aber hier die Troja, also die Alligator, kostet da 9,99, 15 Schuss, also echt, was sich Norm eigentlich dabei denkt, das frage ich mich auch, aber ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat meine Kaufberatung zum Feuerwerksprospekt 2019 vom Norma gefallen, dieses Mal digital, aber ja, haut rein und ciao!